Wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Rollercoaster Tycoon World. Wir sind hier im Ellenbogenraum, warum auch immer der so heißt, und haben ein dezent monetäres Problem. Und zwar fressen uns die Zinszahlungen auf, für die, die letztes Mal nicht dabei waren. Erstmal, schämt euch, schaut meine Let's Plays. Und zweitens, wir mussten ein Darlehen aufnehmen, das war Teil des Tutorials, und die Zinsen fressen uns monatlich auf. Wir machen monatlich ungefähr immer so plus minus 300 Verlust und 800 davon sind, ja, Zinsen. Aber bald ist die Zeit des Wartens vorbei, denn es sind nur noch 1800 Steine zurückzuzahlen, so dass wir dann endlich mal wieder positive Zahlen schreiben können. Und dann können wir endlich diese Attraktion hier hinten anschließen, ans Wegenetz. Das geht ja leider nicht, wenn man kein Geld hat, ne? Ich hoffe nur, wie gesagt, dass in nächster Zeit erstmal kein Influencer kommt. Auch wenn das zwar eines der Bonusziele ist, dass man eine Bekanntheitsstufe von 3 hat. Aber ich weiß nicht, ob ich den Influencer jetzt gerade glücklich machen kann. Hängt ja immer davon ab, wer kommt. Ist ja doch immer unterschiedlich. Also wäre natürlich geil, wenn jetzt jemand kommt, der gerne Karussell fährt oder so. Oder der gerne einen Burger isst. Das wäre perfekt, aber naja, wir wissen es nicht. So bleibt uns nur der Zufall. Und das Warten darauf, dass das Darlehen zurückgezahlt ist. Nur noch 1-3. Bald haben wir es geschafft. Und dann können wir endlich mal hier hinten was aufbauen. Aber erstmal müssen wir dann natürlich aus dem Schuldensumpf weiter rauskriechen. Ich will dann nämlich ungern wieder direkt ein neues Darlehen aufnehmen. Deswegen, weil uns dann nämlich wieder die Zinszahlungen auffressen. Da habe ich keinen Bock drauf. Kerkerker, nur miese. Aber gut, bald haben wir es ja geschafft. Bald ist das Darlehen Vergangenheit. Soweit zumindest die Theorie. Schaut's hier aus? Nicht intensiv genug. Ja, dann würde ich sagen, erhöhen wir doch mal die Anzahl der Runden. Und hier? Ja, auch nicht intensiv genug. Dann erhöhen wir... Nein, hier geht gar nicht mehr Runden. Schade. Na gut. Dann ist es wohl einfach so, dass das eine nicht sehr intensive Attraktion ist. Was macht das Darlehen? Oh, 719. Leute, gleich haben wir es. Bald haben wir das Darlehen zurückgezahlt. Aber gut, das Gute ist, wir kriegen ja hier, glaube ich, eine Benachrichtigung, wenn das soweit ist, dass wir das Darlehen zurückgezahlt haben. Weil das ja, wie gesagt, eines der Bonusziele ist. Patrouillenzone habe ich keine, ne? Ne, freies Erkunden, ja dann. So, wie schaut's aus? Wie lang noch? Ah, 402. Bald, bald ist es soweit. Dann kann ich endlich anfangen, Geld zu verdienen. Und es nicht nur verbrennen. 345. 316. Ja, es wird weniger, Leute. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ja, schuldenfrei. Wie geil. So muss es sich anfühlen, wenn man seinen Studienkredit zurückgezahlt hat. 172,60. Oh, das ist bald soweit. Da machen wir endlich ein bisschen Gewinn. Hoffe ich. Ja, ich weiß, dass es dunkel ist. Mein Gott. Ja! Wir sind schuldenfrei. Sehr schön. Goodbye, Zinszahlung und hallo Geld. Hoffe ich. Ja, guck. Endlich mal wieder im Plus. Schön. Ja, guck, das ist doch was. Ja, ich weiß, dass es dunkel ist. Verdammt, ich noch eins. Weise mich nicht immer wieder darauf hin. So, guck. Jetzt haben wir schon fast die... Na, jetzt wollte ich ja sagen, wir haben die minus 4000 geknackt, aber... Ist dann doch wieder angestiegen. Aber gut, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das ist schon mal sehr tröstlich. Ja, nicht intensiv genug. Tja, ich bräuchte echt mal diese Attraktion. Damit die Leute mal wieder was Intensives erleben. Aber wie gesagt, dafür brauche ich Geld. Und nein, ich werde kein Darlehen aufnehmen. Ich habe keinen Bock, dass mich die Zinsen wieder auffressen. Ich finde es gut, dass die Besucherzahlen kontinuierlich steigen. Das beruhigt mich schon mal ein wenig. Nö.
und mindert meine Aggression, die ich jedes Mal kriege, wenn ich hier lesen muss in meinem Park. Es ist sehr dunkel, denn das weiß ich selber. So, wir sind schon bei minus 3,5. Das ist gut. Also, natürlich wäre es besser, wenn wir im Plus wären, aber egal. Wir müssen uns daher erstmal rauskämpfen aus dem Schuldensumpf. Ja, ich weiß, es ist sehr dunkel, aber gut, dass das meine einzigen Probleme sind, dass es hier vielleicht ein bisschen dunkel ist. Denn im Dunkeln ist gut munkeln, spricht der gemeine Volksmund. Die Besucher haben jede Menge Spaß in einem Park. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ich wünschte, hier wäre auch jede Menge Geld da, damit ich jede Menge Weg bauen könnte, damit ich Ette hier endlich anschließen kann. Verdammt, noch eins. Ihr merkt, ich bin ein bisschen genervt davon, dass hier die ganze Zeit eine wunderschöne Attraktion rumsteht, die nicht genutzt werden kann. Aber naja, was sollen wir machen, ne? Also ganz von oben die Ansicht ist auch irgendwie doof, oder? Was meint ihr? Also, so. Das finde ich jetzt irgendwie uncool. Ist zwar ganz gut zum Bauen und zum Planen, um zu sehen, ob alles auch schön gerade ist, aber an sich fürs Spiel finde ich das so eher, so eigentlich besser. Ja, doch. Alter, hör auf mal zu sagen, dass es in meinem Park dunkel ist. Das weiß ich selber. Ah, Mist. Beinahe hätten wir schon das andere Bonusziel erreicht, nämlich einen Gewinn von 750. Das wäre zu schön gewesen. Aber gut, sei es drum. Vielleicht im nächsten Monat. Oder vielleicht niemals. So, was denkt ihr eigentlich? Mist, das ist außer Betrieb. Ja, schön. Dann, dass alles nicht intensiv genug ist. Oh nein, meine Besucherzahlen waren kurz rückläufig. Uhuhu. So, komm schon, Leute, ihr habt doch bestimmt noch mehr Hunger. Noch mehr Hunger auf Action und Adrenalin. Okay, den habt ihr sowieso, aber ich habe leider keine Attraktion, die das bieten kann. Na, ja, nicht intensiv genug. Tickets günstiger als erwartet, schön. So, minus 2,7 haben wir, das ist doch schon mal ein guter Weg. Oh, was ist denn hier für ein Pulk an Menschen? Habt ihr nicht alle Hunger und wollt was essen? Ja, bestellt alle hier! Sehr schön, haut mal was raus. Zack, wieder zwei mehr. Wunderbar. Da klingelt die Kasse. Was hast du denn? Was lässt du denn das Köpfchen so hängen? Mag Süßigkeiten nicht, mag gesundes Essen, mag Snacks und Getränke. Was hast du? Ja, du brauchst eine Toilette. Ja, dann geh doch. Das ist doch alles da. Kann ich dich ja nicht aufheben? Ja, so, warte mal. Dann setzen wir dich doch mal hier beim Klo ab. Jetzt geh aufs Klo. Ja, geht doch. Guck. Und da kann sie wieder fröhlich rennen. Sehr schön. Ah, wieder einen glücklich gemacht, indem ich ihn auf den Boiler gesetzt habe. Aber jetzt mal. Halt, bleib stehen. Ey, ich will dich wegklicken. Mann. Machst einem aber auch schwer, du Lümmel. Oh nein, die Einnahmen gehen zurück. Das ist natürlich nicht schön. Aber selten. Ach Leute, bald können wir endlich wieder Dinge bauen. Ist das nicht schön? So. Mich juckt es in den Fingern, die ganze Zeit dieses Darlehen aufzunehmen. Aber wie gesagt, ich möchte einfach nicht, dass mich die Zinsen auffressen. Und wir haben ja gesehen, dass das definitiv passieren wird. Ne? Ich meine, das sind hier 900 Ausgaben fast. Ich glaube, 875 war die Tilgung. Ja, 875. Und das ist kriege ich einfach nicht gestemmt momentan bei meiner Gewinnmarge, die ich so habe. Wenn ich irgendwann plus 1000 hätte, dann könnte man darüber nachdenken. Aber vorher macht das nicht wirklich Sinn. Oh, schaffe ich's? Ja, das sieht doch gut aus. Schwing! Zack. Wunderbar, die Tycoon-Herausforderung haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch die Bekanntheitsstufe. Dann haben wir auch schon die Bonusziele direkt. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal vor dem eigentlichen Hauptziel. Was gut sein könnte, da ich zu wenig Geld habe, um den Parkwert jetzt großartig steigern zu können mit neuen Attraktionen. Ich
glaube, ich gönne mir mal den Luxus, das hier wieder auf 3 hochzuschrauben, weil mir sind zu oft die Attraktionen kaputt, ehrlich gesagt. Und das ist ein bisschen nervig. Was hast du denn? Ich habe Hunger. Ja, dann isst doch was. Der hat eine Intensitätsvorliebe von 2 bis 30. Aha. Moment. So, zack. Notiz an mich. Es ist viel einfacher, anstatt hier zu versuchen, bei einem sich bewegenden Besucher das X anzuklicken, ist es viel einfacher, einfach auf eine andere Attraktion zu klicken. Ja! Welch Perle der Weisheit hat sich mir da offenbart. So, wir haben nur noch minus 1000 Steine auf dem Konto. Das ist gut, denn dann können wir bald endlich wieder investieren. Vielleicht so in 2 Monaten. Können wir endlich mal wieder ein paar Attraktionen aufstellen. Ich denke, das wäre sehr gut, wenn wir das tun würden. Zum Beispiel den fliegenden Debbisch. Ach nee, hier wollte ich ja, stimmt, diese wunderschöne, verrückte Schaukel hinstellen. Aber erstmal müssen wir da oben unseren Otto anschließen. Ette hier. Aber das können wir, glaube ich, erst in so 2 Monaten, wenn überhaupt. Ist jetzt wieder was kaputt? Nein. Doch, haha, hier hinten gerade kaputt gegangen. Ja, sehr schön. Warum spreche ich das überhaupt aus? Ich finde das übrigens gut, dass hier durch diese Tutorials und so ich jetzt endlich mal gelernt habe, dass eine weniger intensive Attraktion wie diese hier helfen kann zu entspannen. Nach einer sehr intensiven Attraktion wie dieser hier. Ja, wobei, die ist noch nicht mal sehr intensiv. Aber nach Achterbahn. Und so. Ach Leute, bald haben wir endlich wieder Geld. Das wird so schön. Nur noch minus 373 Steine. Wunderbar. Kann ich endlich mal hier noch ein paar Souvenirshops bauen? Ein paar Mütchen. Aber ich bin gerade echt froh, dass jetzt nicht wieder so furchtbar schnell ein Influencer kam, weil ich meine, wir haben jetzt echt lange ohne ausgehalten. Wir hatten nur hier Pasta-Poeta am Anfang und sonst noch gar keinen. Gut, das macht es hier natürlich schwerer, aber wie gesagt, aufgrund der Finanzlage war das das Beste, was mir passieren konnte. So, nur noch 100 Dollar miese. Leute, ich kann gleich wieder bauen, endlich. Es geht weiter. Ja, komm, komm. Führ mich zum Schotter. Führ mich zum Schotter. Ja, ich hab Geld. Welch Freude. Aber nicht genug. Na, ist das nicht fantastisch? Komm schon. Komm schon. Auch echt jetzt, warum müssen die Einnahmen jetzt stagnieren auf einmal? Mann. So, geht doch. Na, hallo, da warst du gerade schon. So. Zack. So, und auf mit dir. Neue Attraktion. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir Leute dahin locken. Deswegen kommt da gleich mal eine Fressbude hin, sobald ich das nötige Kleingeld dafür habe. Aber ich glaube, die Leute finden auch selber zu der Attraktion. Ja, die finden definitiv selber zu der Attraktion. Huhu. Sehr schön, da kommt schon der erste Besucheransturm. Direkt den Wartungsintervall einmal runtergesetzt. Ja, ich wusste, dass ich ein Darlehen aufnehmen kann. Denn das hat mir am Anfang beinahe das Genick gebrochen, falls du dich entsinnen kannst, liebes Spiel. Zack. Will ich schon mal ein paar Lampen bauen? Nee, ne? Naja, nicht für 24 Dollar. Da komme ich jetzt eh nicht weit mit. Weil ich jetzt gerade eh noch nicht so den Gewinn mache. Warum sind die Ausnahmen wieder gestiegen? Ach so, Landschaft. Ja, gut, klar. Ich habe was gebaut. Natürlich kostet das auch Geld, ne? Hat ja durchaus seine Bewandtnis. Mein Gott, strömen die Leute hin. Heidewitzka. Kann ich doch gleich mal ein bisschen den Preis direkt anheben. Auf 2 Dollar. Die Besucher haben jede Menge Spaß in einem Park. Ja, das ist doch wünschenswert. Will ich hier vielleicht doch noch den fliegenden Teppich erstmal bauen?
Naja, ich habe sowieso noch nicht das nötige Kleingeld dafür. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt gehen alle nur noch hinten rein und gehen nicht mehr in die anderen Attraktionen. Hier ist alles wie ausgestorben. Oh, schon wieder zweimal die gleichen. Ich glaub's ja wohl. Warum bist du so aggro, mein Freund? Man weiß es nicht, aber du scheinst jetzt den Park zu verlassen. Ja, dann tschüss. Schönen Tag noch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, ich mache jetzt einfach vor allem wieder Gewinn. Es ist echt so, dass alle nur noch hier in diese Attraktion wollen und deswegen nicht mehr in die anderen Attraktionen gehen? Was ist denn hier los? Leute, ihr könnt ja einfach den Müll hier hinschmeißen, das geht doch nicht. Zack. Das ist echt uncool, liebe Leute. Jetzt muss der arme Mann hier erstmal putzen kommen. Zack. Ah, da ist schon jemand anderes zum Putzen da. Sehr schön. Shit, die wollen jetzt echt alle nur noch hier rein. Und ich mache keinen Gewinn mehr. Unglaublich. Alter, ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht doch ein Darlehen aufnehmen will. Aber ich glaube, das wäre nicht gut. Ey, so krass. Hier kann man direkt sehen. Attraktionentickets. Hier im September, da habe ich die Attraktion aufgemacht. Und sofort bricht alles ein, weil alle nur noch dahin gehen. Und nirgendwo anders werden. Das ist doch mal echt mies. Ich meine, ja, klar, dass dann ein gewisser Ansturm drauf ist, ist ja schön und gut. Ist ja auch richtig, aber... Leute, so ist das doch echt mies. Dann hören wir mal ein bisschen den Preis. Vielleicht haben die Leute dann weniger Bock hier anzustehen. Und gehen nochmal wieder in die anderen Attraktionen, weil die viel billiger sind. Ich stehe schon stundenlang an, ja hol doch. Entschuldigung, soll es nicht frech klingen, aber... Das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich meine, ich baue euch hier endlich eine neue Attraktion. Was macht ihr? Ihr kloppt euch nur noch darum und keiner geht mehr woanders hin und ich bin pleite. Toll. Ganz toll. Da, ich habe miese gemacht. Obwohl es vorher so gut lief. 800 plus. Gut, hier war dann natürlich ein bisschen mehr Ausgaben, weil ich den Weg gebaut habe. Unglaublich, echt. Ja, jetzt bin ich wieder in den Miesen. Schön. Toll. Jetzt gehe ich pleite, weil meine Attraktion beliebt ist. Machen wir mal noch teurer. Hier, ich würde sagen, wir müssen mal wieder auf zwei Mechaniker zurückgehen. Hier dann auch wieder nur auf einen. Tja, wenn wir schon so keine Einnahmen erzielen, dann müssen wir halt die Ausgaben senken, ne? Was ist mit dir? Ist sie schlecht? Ach, Leute. Ihr macht mich fertig hier. Vor allem finanziell macht ihr mich fertig. Das ist ja das Schlimme. Ja, jetzt habe ich wieder 12 Taler im Portemonnaie. Schön. Da denkt man, man macht wieder Gewinn. Aber so langsam geht es wieder nach oben. Das heißt, die ersten Leute waren jetzt endlich schon im Superflug und wollen mal wieder was anderes machen. Oder vielleicht ist den Leuten auch dann doch der erhöhte Preis ein bisschen zu viel. Was haben wir hier für Gedanken? Ich stehe schon stundenlang an. Aha, das glaube ich dir jetzt nicht. Mhm, nicht intensiv genug. Ja, ich hoffe, es kommen jetzt mal mehr Leute hier so langsam zurück. Ach, Leute, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen beeilen? Zack, hui! Guck mal, das dauert doch noch nicht mal so lange, dieser Flug. Ich weiß nicht, warum das hier nicht schneller vorangeht. So, was denkt ihr? Stehen schon stundenlang an. Ich hoffe, mein Mittagessen bleibt bei mir. Ah, für Superflug bezahle ich doch nicht so viel. Sehr schön, das sind schon mal ein paar mehr Leute. Sodass dann hoffentlich hier hinten auch mal wieder ein bisschen mehr Betrieb ist. Oder ich vergraule einfach nur die Leute aus meinem Park. Das kann natürlich auch sein. Das wäre allerdings sehr mies.
Gut, dann senken wir wieder auf 3 Dollar. Ah, warum bist du hier so cool? Superflug 1 ist einfach nicht intensiv genug für mich. Gut, dass du dann dafür in der Schlange stehst, Schätzelein. Ich würde ja gerne weitere Attraktionen bauen, aber ihr lasst leider zu wenig Geld da. Es wird zwar langsam besser, aber auch nur, weil viele neue Parktickets verkauft wurden. Oh Mann, Leute. Dabei fehlt mir nur noch der Influencer und der Parkwert. Und mir bricht finanziell das Genick, dass diese Attraktion hier sehr attraktiv ist. Super. Spielelogik, Spielelogik, hey, hey, hey. Aber gut, da das tatsächlich doch noch ein bisschen dauern wird, mache ich hier mal wieder einen Cut und, obwohl, mache ich einen Cut? Ich bin gerade echt am Überlegen. Wisst ihr was? Ich mache den Cut einfach, scheiß drauf. Also, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal endlich wieder mal ein bisschen mehr Gewinn machen, weil 9 Dollar im Monat, das ist ja kein Gewinn, über den man reden kann. Und, naja, werden wir sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski.